Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Bernadette mit Cate Blanchett in der Hauptrolle. Und Cate Blanchett ist ja nun jemand, den man wirklich ganz gut kennt und ist eine begnadete Schauspielerin. Genau das hat uns nämlich auch der Manfred erzählt. Der Manfred, der jetzt hier gelegentlich schon dabei war, ein Kollege, den ich regelmäßig in Presseverführungen antreffe, ein echter Profi quasi. Und der hat sich Bernadette anschauen können, hat er auch eben ausgiebig getan und hat dann mit uns hier eine Besprechung aufgenommen. Ich stelle ihm ein paar Fragen dazu und ihr könnt sehr gespannt sein, was er zu Bernadette zu sagen hat. Einen Film, der angeblich auch ins Kino gehört. Dann folgt eine Besprechung zum Film Die Götter von Molenbeek und das ist ein Triple, das euch erwartet, von Flo, Max und Yasin. Die drei Hübschen haben sie diesen Film gegeben, zu dem ich aktuell noch gar nicht so viel sagen kann, aber die drei haben eben diesen Pressescreener gesichtet und für euch ein Triple aufgenommen. Das ist ja schon mal eine gute Sache, das scheint jetzt ordentlich Redebedarf gegeben zu haben. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zur Dokumentation Swimmingpool am Golan. Die hat sich sowohl der Thilo angeschaut als auch ich, wir beide haben dann diesen Film etwas auseinandergenommen. Ja, sagen wir ein sehr individuelles, spezielles und vor allem auch familiäres Werk, das da von der Regisseurin abgeliefert worden ist. Was genau euch da erwartet, was die Inhalte sind und so weiter, erfahrt ihr eben auch in unserem Doppel. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr uns bewertet. Insbesondere auf Apple Podcast, auf Google, auf Fit, auf Facebook und auf vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Bitte, bitte macht es mal. Das täte dem Telestammtisch sehr, sehr gut. Jo, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Bernadette, der am 21. November 2019 in die deutschen Kinos kommt, scheinbar ab 6 Jahren freigegeben ist und eine Gesamtlaufzeit von 1:49 mitbringt. Regisseur ist niemand Geringeres als Richard Linklater, der ja spätestens mit seinem Film Boyhood einiges an Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube, der war auch nicht ganz unumstritten, aber es gibt wohl, glaube ich, soweit ich es in Erinnerung habe, eine recht positive Tendenz dazu. Er hat eine ganze Menge Sachen gemacht und wie der Film selbst war, also der Film Bernadette, kann ich euch leider gar nicht sagen, aber glücklicherweise habe ich jemanden heute mit an Bord, der den Film gesehen hat. Hi Manfred. Hallo. Wie lang ist die Sichtung für dich jetzt schon her? Na, das dürfte so über 4 Wochen her sein, aber ich habe als Gedächtnisstütze meine Kritik mir ausgedruckt. Also ich hatte im Moment Schwierigkeiten, überhaupt erstmal den Zugang zu finden. Ich habe mir überlegt, um was es geht und dann ist mir klar geworden, es ist nicht so ganz einfach mit dem Film. Also geht es eine Star-Architektin, hat den Beruf aufgegeben, um an der Seite ihres Mannes und ihrer Teenager-Tochter zu leben. In der miefigen Provinz von Seattle wird sie von Angstschüben gepeinigt, die sie mit Psychopharmaka selbst medikamentös in den Griff zu bekommen versucht. Um einer erzwungenen Therapie zu entfliehen, bricht Bernadette unversehens aus. Mann und Tochter spüren die verlorene Mutter nach einigen Irrungen und Wirrungen auf, und zwar am Südpol. Also in der Zusammenfassung klingt Bernadette nicht wirklich prickelnd. Dieser Film ist eine Literaturverfilmung eines Bestsellers, eines in Anführungszeichen Frauenbuchs, aber ich möchte das nicht abwertend gemeint haben. Aber der Film hat seine Momente. Es ist ein Familiendrama, aber man sollte kein allzu konventionelles Familiendrama erwarten. Es wird erzählt von einer kreativen Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Was mich an dem Film am meisten interessiert hat, war Folgendes. Bernadette, übrigens glänzend gespielt von Cate Blanchett, Bernadette hat Architektur im gewissen Sinn neu erfunden. Das Errichten von Gebäuden ist für sie gewissermaßen nur das letzte Glied in einer Kette schöpferischer Maßnahmen, deren intellektuelle Überspanntheit der Film wirklich sehr, sehr humorvoll ins Bild setzt. Da gibt es beispielsweise ein Gleitsichtbrillenhaus, wie das aussieht, das im Film anschauen. Und in einem herrlichen Film im Film, also in einem YouTube-Video, erklärt der Manager, Bernadette habe beim Bau des neuen Disney-Firmensitzes die Bedürfnisse der Menschen vor Ort so akribisch erkundet, dass sie sogar Pullover passend zum Gebäude strickte und dann zieht er so ein Pullover hervor. Und das fand ich einen der großartigen Momente, wo der Film mit diesem Thema Architektur ungemein spielerisch umgeht. Das ist also offensichtlich eine sehr starke Frauenfigur, die aber auch voller Selbstzweifel steckt. Wird dann
sag ich mal, die Beziehung zum Ehemann irgendwie da auch thematisiert? Versucht der ihr irgendwie zu helfen? Ja, diese Beziehung wird zwar gezeichnet, aber ich fand den Ehemann vergleichsweise blass. Interessant ist, dass er als Microsoft Software-Entwickler dargestellt wird, der gerade versucht, so ein Interface zum menschlichen Gehirn herzustellen, sodass man irgendwie seine Gedanken praktisch drahtlos ins Laptop tippen kann. Das fand ich ein nettes Detail am Rande, aber das Grundproblem bei dem Film war, dass Bernadette hat in ihrem Leben einen ziemlich großen Bruch, einen Knacks hingenommen. Da gibt es zwei Punkte. Zum einen hat sie eine Fehlgeburt erlitten und zum anderen ist praktisch ihr Haus, an dem sie praktisch sich mit das Haus, mit dem sie sich selbst verwirklichen wollte. Das wurde dann kurz vor Fertigstellung verkauft und der neue Besitzer hat es einfach dann platt gemacht. Und das hat sie gebrochen. Aber das Problem an dem Film ist, dass wir diesen Bruch nicht wirklich sinnlich nachvollziehen können. Es wird in einer kurzen Rückblende angedeutet. Und das ist auch etwas, was dem Film vorgeworfen wurde. Aber ich fand ihn trotzdem gut, weil er mit sehr viel Fantasie das Thema Architektur aus der Sicht von Cate Blanchett rüberbringt. Ist das einfach nur wirklich ein nettes Gimmick mit ganz vielen tollen Ideen oder bringt es die Handlung auch wirklich voran? Die Handlung bringt es nicht wirklich in dem Sinne voran, dass es jetzt ein Drama wäre, dass wir jetzt irgendwie mit dieser Bernadette mitleiden würden. Es ist nochmal so eine Art Konzeptfilm, der das Thema Architektur und auch das Thema moderne Lebensformen, wie geht man miteinander um, das bringt er doch zum Teil sehr, sehr subtile und sophistische Art und Weise rüber. Das heißt, das Problem ist, auf der einen Seite ist der Film unglaublich schnell, also er wird fast im Videoclip-Tempo erzählt, aber auf der anderen Seite hat er jetzt keine Handlung im klassischen Sinn. Das heißt, es werden mehr Ideen aneinandergereiht, aber wenn man einen Zugang zu diesen Ideen hat, dann ist der Film wirklich toll. Okay, das ist doch bestimmt auch optisch recht ansprechend inszeniert, oder? Gerade wenn du jetzt zum Beispiel von diesem einen Haus gesprochen hast. Wie ist denn so die Kamera geworden? An die Kamera muss ich jetzt mal, da habe ich jetzt nicht so eine allzu differenzierte Ansicht dazu. Ich kann vielleicht ein Stück weit nacherzählen, wie zum Beispiel das Haus ist, in dem die Bernadette mit ihrem Mann und ihrer Tochter wohnt. Das ist also eine Art schrille Villa Kunterbunt. Das ist nicht ein Haus, das gleichzeitig kein Haus sein soll, sondern sowas wie ein variabler Zustand. Nämlich überall tropft es durch die Decken durch. Die Natur wird dazu eingeladen, zu ihrem Recht zu kommen. Also in meiner Lieblingsszene, bei der der Film für mich gewonnen hatte, schneidet Bernadette beim Telefonieren ganz nebenbei den Teppich auf, mit einem Teppichmesser, so kreuzförmig, damit eine Pflanze, die sich unter dem Teppich den Weg gebahnt hat, atmen kann. Das in einer absoluten Beiläufigkeit und das ist eine von unendlich vielen Ideen, von der der Film so sprüht. Und wenn man zu diesen Ideen einen Draht bekommt, dann ist es ein wunderbarer Film, aber man kann ihn auch eher öde finden. Ein Kollege von mir, der mochte den überhaupt nicht. Und tja, das ist das Problem dieses Films. Dann gibt es ja noch die Tochter, die ich hier auf verschiedenen Fotos zum Film auch noch sehen kann. Spielt diese Mutter-Tochter-Rolle irgendeine wichtige? Ja, die spielt eine sehr große Rolle, nämlich als die Bernadette von einer spießigen Nachbarin angefeindet wird, dann schlägt sich die Tochter auf ihrer Seite. Und dann gibt es dann so einen sehr schönen Moment, wo die beiden dann Time After Time, ich glaube, das ist von Cyndi Lauper, gemeinsam so als Karaoke singen. Und das ist auch ein sehr schöner, bewegender Moment. Ist denn vielleicht auch so als Frage zum Schluss die von Cate Blanchett gespielte Figur irgendwie auch ein Vorbild? Also rappelt die sich auf? Ist es eine starke Frau, die dann letztlich auch sowieso alle Probleme, die es in der ganzen Welt gibt, gleichzeitig lösen muss? Oder ist die schon sehr mit sich selbst beschäftigt und letztlich auch sehr verletzlich? Ja, es ist ein bisschen ein Problem. Es ist
Einerseits ist eine Frau, die also wirklich sehr gebrochen ist und Psychopharmaka nimmt, aber auf der anderen Seite ist es ein wenig eine Kunstfigur, denn letztendlich bekommt sie dann doch diese Idee von Architektur, das bekommt sie dann alles gebacken und ich will Ihnen nicht zu viel verraten, aber sie schafft sogar das Kunststück, ein nachhaltiges Gebäude an der Antarktis zu errichten und die Art und Weise, wie das rein technisch funktioniert, das bringt der Film auf eine sehr sinnliche Weise rüber und das ist ja immer das Großartige am amerikanischen Kino im Gegensatz zum deutschen. Die schaffen es, einen Blick zu bekommen für diese technischen Details und aus dieser Logik des der Abfolge von technischen Details, wie in diesem Film, wie ein Haus gebaut wird, daraus gewinnt der Film seine Stärke. Okay, ja, gibt es denn Punkte, die wir noch inhaltlich ansprechen sollten oder sind wir soweit mit dem Wesentlichen durch? Was für mich noch ein wichtiger Punkt ist, also die Produktionsfirma Annapurna, die ist bekannt geworden durch Filme, bei denen versucht wird, so einen Mittelweg zu finden zwischen Arthouse-Film und Publikumsfilm. Und zwar Annapurna hat produziert den Film, den wahrscheinlich viele kennen, Spring Breakers. Dann ist von Annapurna produziert worden der Film Her, wo jemand sich in Siri verliebt. Ja. Von Annapurna American Hustle, Foxcatcher und zuletzt fand ich ziemlich toll der Film Joy über die Wischmopp-Erfinderin. Einfach nur einen Film, 2 Stunden über einen Wischmopp zu machen, das ist fand ich eine prima Sache. Und hier ist es eben ein Film, in dem es hauptsächlich um Architektur geht und um eine Frau, die sich mit dieser Architektur in einer bestimmten Art und Weise verwirklichen will und die sehr viele Konflikte dabei aufwirft. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht das Familiendrama im konventionellen Sinn. Man muss ein bisschen eine Antenne für das Thema des Films haben. Woraus ich aber auch einen gewissen Unterhaltungswert interpretieren würde, sodass ich da letztlich nicht gelangweilt bin, wenn ich diesen Zugang einmal gefunden habe. Keinen Fall. Also das ist ein Film, der einen unglaublichen Bildreichtum hat. Also es gibt da so Szenen, die sind teilweise sehr subtil. Man muss also sehr genau hinschauen. Das gibt da so eine wunderschöne Szene, dass diese spießige Nachbarin von der Bernadette einmal so eine Brombeerhecke abhäckseln lässt, weil ihr diese Hecke nicht gefällt. Und als Folge dieser Rodung einer Brombeerhecke geschieht dann während eines Kindergeburtstages, bei denen sie so afrikanische Lieder singen, ein Erdrutsch, wo dann das ganze Haus von denen so knietief mit Schlamm überspült wird. Und das sind alles so bestimmte Pointen, die nicht so dick aufgetragen sind. Das ist kein Schenkelklopfer-Humor, das ist etwas eher zum zweimal hinschauen. Mhm. Wenn ich hier so ein bisschen über die Bewertungen der Kollegen drüber fliege und mir auch mal anschaue, was bei IMDb die Bewertung sagt oder auch auf Metacritic.com, dann scheint der Film tatsächlich relativ durchmischt anzukommen. Ich habe den Eindruck, entweder gefällt einem diese Art von Film und die Aufmachung oder man kann damit herzlich wenig anfangen. Aber so wie du ihn beschreibst, würde ich jetzt tatsächlich mal einen Blick riskieren. Dann vielleicht noch ganz am Ende auch das Fazit mit der Punktevergabe. Wie immer werden wir übrigens auch deine schriftliche Kritik wieder zu EPD entsprechend in die Shownotes packen, sodass man sich die auch nochmal in Ruhe durchlesen kann. Wie sieht's aus? Wie viele Punkte hast du vergeben? Und wer ist deiner Meinung nach die Zielgruppe? Ich habe 4 Sterne gegeben von 5, weil ich das Thema überaus interessant fand und ich fand es auf eine ungewöhnliche und visuell sehr ansprechende Art vermittelt. Obwohl es als nur teilweise gelungene Literaturadaption mit einer Figur, die nicht ganz so psychologisch überzeugend ausgeleuchtet ist. Ja, kurz, die Ambivalenz klingt in meiner Bewertung durch, aber ich bin dann trotzig und wollte eine Lanze für den Film brechen. Alles klar. Ach, was ich natürlich auch immer versuche, inzwischen rauszubekommen bei diesen Filmbesprechungen, und du bist ja auch Cineastin im gewissen Sinne, lohnt es sich deiner Meinung nach, den Film im Kino zu sehen oder genügt der auch fürs Heimkino? Nee, der Film, den muss man auch im Kino auf der großen Leinwand sehen, weil die Bilder schon sehr durchkomponiert sind. Also es ist jetzt nicht so ein Kunstfilm, also nicht so ein bombastisch überhöhtes Kunstkino, sondern schon, es sind sehr viele Details, die immer so am Rande geschehen, aber die kann man praktisch nur mitbekommen, wenn man das auf einer großen Leinwand vor sich hat. Okay, alles klar. Prima. Manfred, erneut danke ich dir vielmals dafür, dass du mit uns über den Film gesprochen hast.
Und ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Okay, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, hallo, zu einer weiteren Filmkritik hier im Telestammtisch haben wir uns jetzt hier zu dritt versammelt vor unserem Skype. Und wer sind wir? Das sind der Flo und Yasin. Hallo, ihr zwei. Moin, moin. Hallo. Grüße aus Köln. Grüße aus Essen. Aha, haben wir heute hier zweimal Nordrhein-Westfalen gegen einmal München. Jawohl. Ja. Ja, der sind auch zwei nötig. Wieso sind wir so stark oder was hier bei uns im Bayern? Ja, ganz genau. Der Film, um den sich heute alles dreht, ist die Dokumentation Die Götter von Molenbeek aus dem Jahr 2019. Und die anderen harten Fakten hat der Yasin für uns. Die liest er jetzt mal vor. Yes. Also, Starttermin vom Film ist 21. November 2019. Der Film geht eine Stunde 13 Minuten lang, ist also nicht sehr lang. Regie führte Reta Huhtanen. Dein Finnisch ist nicht eingerostet. Finnisch, ja, ja. Ist Finnisch, ne? genau, Produktionsland ist dementsprechend auch Finnland. Deutschland auch steht hier, aber vor allem Belgien, denke ich mal. Und Genre ist Dokumentation, ne? Oh. Und vielleicht sollten wir noch den Kameramann erwähnen, weil der hat auch ordentlich Leistung hier gebracht, finde ich. Der Hannu-Pekka Vitikainen. Müssen wir noch rausfinden, wird ob jetzt der Kameramann... jedem was sagen, natürlich. Ja, natürlich. Der Kameramann, der den ganzen Aufnahmeprozess durch in gebückter Haltung ging. Genau. Wahrscheinlich. ja, kommen wir dann am besten gleich mal zur Handlung, bevor wir hier ein bisschen uns verquatschen und zu unseren Resümees kommen. Flo, um was geht's denn? Ja, Die Götter von Molenbeek. Erstmal natürlich ein sehr interessanter Filmtitel. Am Anfang konnte ich damit noch überhaupt nichts anfangen und wusste gar nicht, was mich da denn so erwarten könnte. Ja, wie Yasin gerade schon gesagt hat, eine Dokumentation. Die Regisseurin Reta Huhtanen begleitet ihren Neffen Athos in seiner Kindheit. Ich glaube, er ist sechs Jahre alt ungefähr, wohnt mit seiner Familie in der belgischen Stadt Brüssel, genauer gesagt im Stadtteil Molenbeek. Dieser Stadtteil ist ja vielleicht vielen so ein bisschen bekannt daher, dass man sagt, dass das so eine der europäischen Orte ist, in denen sich Dschihadisten niederlassen. Dies spielt dann vor allem später im Film eine Rolle, weil ursprünglich war angedacht, dass diese Frau Huhtanen ihren Neffen ja in seinem alltäglichen Leben begleitet. Dazu ist sie nämlich gekommen dadurch, dass seine Mutter gesagt hat, ey, hier, guck mal, der kleine Athos, der beschäftigt sich momentan so viel mit den Fragen um Gott. Und das hat dann die Regisseurin zum Anlass genommen, ihren Neffen zu besuchen. Und ja, wie das dann ja manchmal so ist, entwickelt sich so eine Dokumentation dann ja mit einer eigenen Dynamik mehr oder weniger. Denn während der Dreharbeiten zu dieser Dokumentation sind dann im März 2016, da gab es die schrecklichen Bombenanschläge von Brüssel. Und ja, dies nahm dann die Regisseurin natürlich zum Anlass, auch dieses Thema mit in den Film aufzunehmen. Mhm. Und ja, genau. Ja, der Film sollte auch erstmal ein Kurzfilm werden eigentlich, ne? Der sollte ja gar nicht so lang werden. Genau, das war der Ursprungsgedanke. Das stand, glaube ich, im Presseheft drin, das habe ich mir auch durchgelesen. Ja, wobei man sagen muss, für heutige Verhältnisse mit 73 Minuten ist er eigentlich ja, klar. Ist noch fast ganz kurz. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Eckpunkte. Und ja, jetzt können wir uns mal drüber auslassen, wie wir den Film so fanden, Schwachstellen und Stärken. Was fällt euch dazu ein? Wer als Erster will, darf gerne. Ja, alles klar, ich fange gerne an. Also ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, am Anfang war ich mir überhaupt nicht klar, okay, was erwartet mich jetzt hier die nächsten 73 Minuten?
Und ich muss sagen, als der Abspann lief, dachte ich, wow, okay, krass. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, hat mich schon ziemlich beeindruckt. Wie gerade schon in der Zusammenfassung kurz angedeutet, sind wir bei diesen beiden, also beziehungsweise sind wir bei dem Jungen namens Athos und begleiten ihn und auch einen seiner besten Freunde mit dem Namen Amin, mhm, glaube ich. Genau. Der ist ein Moslem, also er glaubt an Allah und Athos, wie gesagt, beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Gott und ja, da fand ich es total beeindruckend, das mal so aus der kindlich naiven Sicht irgendwie zu sehen und das wurde in dem Film meiner Meinung nach unfassbar gut herausgearbeitet. Mhm. Weil ich meine, ich glaube, jeder von uns hat sich auch mal irgendwann in seinem Leben bestimmt mal mit dieser Frage nach Gott beschäftigt und wie Athos das hier macht, das fand ich wirklich ziemlich beeindruckend, wie er da wirklich dann auch seine Eltern fragt, welche Götter gibt es, was und dann auch anfängt, dann in Gewändern von verschiedenen Göttern rumzulaufen. Ja, das fand ich schon dahingehend sehr, sehr cool und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, da können wir dann wahrscheinlich auch gleich mal den Kameramann, den wir zu Beginn angesprochen haben, auch mal erwähnen. Diese Sicht auf die kindliche Suche nach Gott, würde ich es jetzt mal nennen, wird ja natürlich dadurch unterstützt, dass die Kamera eigentlich ständig auf Augenhöhe mit den Kindern ist. Und somit diese Suche dadurch auch bildlich unterstützt. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Kameramann irgendwie Rückenprobleme gekriegt hat während des Drehs. ich musste auch bei vielen Szenen, vor allem wo Erwachsene dazu kamen, muss ich echt an Tom und Jerry denken. So, man hat meistens nur die untere Hälfte gesehen. Stimmt. Also der Schwerpunkt lag ja wirklich bei den Kindern. Das hat die Kameraführung so super gemacht, finde ich. Und bei den Eltern, ich glaube, wir haben ein- oder zweimal Erwachsene gesehen, richtig. Und ansonsten eigentlich immer nur den unteren Teil. Also die waren persönlich gar nicht in der Doku mit drin. Ja, das stimmt. Welche Szene mir da einfällt, ist auch die Szene, wo sie dann zusammen durch Brüssel gehen mit ihrer Familie und du dann wirklich siehst, wie der Junge auf Augenhöhe von der Waffe von diesem einen Soldaten ist. Das fand ich auch ein sehr beeindruckendes Bild zum Beispiel. Also das war wirklich sehr, sehr gut gefilmt auf jeden Fall. Ich meine, man muss erst dazu sagen, du hast es ja am Anfang schon angesprochen, wir befinden uns hier an dem Punkt der Dokumentation, die ja eigentlich gar nicht geplant war mit den Terroranschlägen in Brüssel. Was auch irgendwie einen Wendepunkt in dieser Dokumentation leicht gibt, weil da diese ich finde, kindliche Stimmung auch in Athos ein bisschen umschwenkt. Der hatte vorher, finde ich, einen anderen Blick auf sein Umfeld, auf sein Molenbeek, auf seinen Spielplatz, an dem er sich befindet und mit dem er eigentlich relativ sorglos oder indem er sorglos seine Zeit verbringt. Und danach hat man dann schon gesehen, dass er irgendwie, er merkt, dass sein Umfeld sich verändert, dass es auch etwas gibt, was praktisch seine Freunde oder seine Nachbarn von ihm irgendwie abgrenzt. Und da habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie die Dokumentation wahrscheinlich geworden wäre, wenn dieser Terroranschlag nicht passiert wäre, weil den kannst du ja nicht planen. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass der von der Regisseurin in Auftrag gegeben wurde. Hoffentlich nicht. Ja, wir haben die Sichtweisen von Amine, dem Moslem, marokkanischer Herkunft, seine Eltern. Athos ist ein Kind, die Mutter ist, glaube ich, Finnin, der Vater ist Chilene. Genau, und, also interessante Mischung. Ja, und dann gab es da noch so ein Mädchen. Flo. Ja, meine Namensvetterin, die Flo, ja, genau. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Waren die miteinander verwandt, Athos und sie, oder? Nein, das waren aus dem gleichen Viertel, oder nicht? So, auch Freunde. Genau, so habe ich es auch verstanden. Freunde, ja. Und was sehr interessant war, dass die Kinder, ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, dass die erst 6 Jahre alt sind, weil als da über das Thema Religion gesprochen wurde, klangen sie schon relativ, differenziert oder erwachsen. Fandet ihr das auch so? Vor allem die kleine Flo, die war
in ich ihrem fand eine Atheismus, Aussage von ihr, das war ja eher so atheistisch oder agnostisch geprägt. Die hat an einer Stelle ja gesagt, eine Religion oder an Gott zu glauben, macht die Leute verrückt. Ja. Mhm. Und das ist ja tatsächlich einer der Nachteile von Religion. Ne? Es gibt viele Vorteile und auch viele Nachteile. Hm. Und gäbe es den Islam nicht, gäbe es auch keinen Islamismus. Und deswegen ist auch ihre Sichtweise echt interessant, aber sehr atheistisch halt. Ne? Mhm. Mhm. Aber das, was du gerade sagtest, das fand ich auch sehr, sehr auffällig. Und das finde ich immer natürlich... Also da muss ich auch ehrlich sagen, als jemand, der auch viele Filme guckt, da hapert es dann bei mir immer so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit, wenn ein 6-jähriger Junge dann wirklich sowas sagt, wo ich mir denke, okay, krass, das, also so ein Gedanke kommt ja wirklich von alleine. Das sind dann natürlich so Fragen, die man sich dann auch als, die ich mir auch als Zuschauer gestellt habe. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ja, doch, war bei mir. Ja, ein, zwei Stellen wirkten schon gestellt auch, ne? Aber ich meine, also ich habe schon gesehen auch, dass die Darsteller trotzdem auf jeden Fall ihren Spaß mit dabei hatten. Und dass sie auch sich hin und wieder doch einbringen durften. Hm. Jetzt, wie weit ist die, ist eine andere Frage natürlich, ne? Ja gut, ja. Ich habe nicht wirklich gewusst, ob es jetzt eine Dokumentation im reinen Sinn einer Dokumentation ist oder ob es eine Dokumentation ist, gibt es ja auch zuhauf, in denen praktisch ja, Leute bestimmte Sachen irgendwie nachstellen. Also ich will jetzt gar nicht so von diesen Nachmittagsfernseh-Real-Life-Pseudodokus reden, die meine ich nicht, okay. À la Frauentausch oder sowas, genau, sondern ja, es gab so Situationen, in denen Athos ja dann in verschiedene Götterrollen geschlüpft ist. Und genau, dann mehr oder weniger in selbst gebastelte Kostüme reingeschlüpft ist, durch Molenbeek gehopst. Und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das nicht irgendwie die Tante war, die im Hintergrund sagte, komm, zieh dich mal an. Hüpf mal rum, mach irgendwas. Aber ich sag mal, das tut der Message, die der Film dann am Ende hat, gar nicht mal so einen richtigen Abbruch, finde ich. Also es ist eher was, was mich jetzt nur rudimentär stört, sage ich mal. Also. Was denkst du denn, was die Message ist? Das wäre jetzt interessant. Was denkt ihr beide, was die Message ist? Ich glaube, das kann jeder für sich selbst interpretieren irgendwie, ne? Absolut, ja. Also ich sag mal, vielleicht ist die Message, weil ich glaube, das ist ja ein Film, der wahrscheinlich schon auch an Erwachsene gerichtet ist, denke ich mal. Gerade vielleicht sogar mit dem Gedanken, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo natürlich leider Kriege und Religion eine sehr, sehr enge Verbindung miteinander haben. Und ich glaube, dass der Film dann doch schon irgendwie sagen möchte, ey, seid vielleicht wieder ein bisschen mehr Kind. Das klingt jetzt wie so eine blöde Floskel, aber... ich glaube, das soll so in die Richtung gehen. Also so war ist meine Interpretation davon. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich würde es weniger benennen als seid mehr Kind, sondern eher interessiert euch ein bisschen mehr für eure Mitmenschen. Ich meine, ihr könnt es eh nicht mehr verändern, dass dieses, was halt immer heutzutage als Multikulti bezeichnet wird, das wird jetzt über die Jahre immer mehr sein, dass es immer mehr Menschen gibt, die mehrere Kultureinflüsse einfach haben. Das ist auch gut so, finde ich jetzt persönlich. Und wenn man neugierig ist und sich diesen ganzen Sachen nicht verschließt, dann geht man ganz anders damit um. Und so, finde ich, geht Athos mit seinen Freunden um. Und es funktioniert ja eigentlich ganz gut, finde ich. Ja. Ja. Also ich habe schon bei vielen Szenen gedacht, wenn doch Erwachsene nur so objektiv diskutieren könnten. Wenn er zum Beispiel da mit Armin oder mit Flo spricht und die haben ja fundamental andere Ansichten auf die Welt und auf Religion. Und trotzdem sind sie Freunde und sie streiten sich nicht, sie bekriegen sich nicht, sie prügeln nicht. Und im Gegenteil, Armin und, also wenn ich an das Ende so denke, Armin und, wie hieß er jetzt, Athos, ne? Die haben schon eine sehr tiefgehende Freundschaft über die Jahre entwickelt auch. Wie weit man das bei Kindern sagen kann. Aber beste Freunde halt, ne? Ja. Und das
Da tun sich die Erwachsenen, finde ich, etwas schwerer. Erwachsene reagieren empfindlicher auf manche Aussagen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass, was weiß ich, mein Imam bei unserer Moschee und in unserer Moscheegemeinde, dass der viel empfindlicher auf so eine Aussage wie vom Flow reagieren würde. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Also sowas wie hier, Gott macht die Leute verrückt. Und ich denke mir aber wiederum, dass das kann schon stimmen, und zwar in einer pervertierten Art. Ja. Es kommt immer auf die Person drauf an. Ich meine, es gibt... Ja, wie beeinflussbar man ist. Ja. Ist so. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn man in so einer Gemeinschaft einfach aufeinander achtet und Leute dann, so blöd es klingt, auch immer wieder auf den rechten Weg ein bisschen führt. Und auch Freundschaft ist wichtig. Und das zeigt ja diese Dokumentation auch immer wieder. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das Ende, als die beiden sich verabschiedet haben, ganz ehrlich, da ist euch auch eine Träne gekommen, oder? Ja, also, also Gänsehaut hatte ich. Ja, ja, wollte ich sagen. Das ist so dieses, was andere Leute als Tränengefühl haben, das ist bei mir dann immer so ein kleiner Kloß im Hals. Ja, genau. Genau. Aber, also wir haben jetzt Tränen, Gänsehaut und Kloß im Hals. Das ja, es ist doch alles eine gute Überleitung zur Wertung. Eine Sache will ich aber trotzdem noch anmerken, die ich nämlich als Deutscher sehr interessant fand. Und zwar, ich meine, wir haben ja während der ganzen Terrorangriffe 2015 und 2016 immer so ein, naja, relativ klar durch die Medien definiertes Bild von Molenbeek irgendwie bekommen, finde ich. Also mit so Dschihadisten, Hochburg und so weiter und so fort. Brutstätte. Brutstätte, genau. Und da gab es ja in der Dokumentation diese eine Szene, in der demonstriert wurde nach den Anschlägen. Und ich fand das eigentlich total schön zu sehen, dass wie viel Diversität da an diesem Tag auf den Straßen war. Und das dann auch noch aus dieser kindlichen Perspektive zu sehen, hat dem Ganzen irgendwie noch so ein wie eine Kirsche obendrauf gegeben, fand ich. Und ich fand es eigentlich ganz gut, das mal undokumentiert durch irgendwelche Journalisten einfach mal so stehen zu haben. Ja. Dazu habe ich aber auch eine Meinung zu den Demos. Also ich finde es auch irgendwie schade, dass solche Demos überhaupt nötig sind, dass sich Leute ganz aktiv von der ganzen Scheiße, die da passiert, distanzieren müssen. Ja. Weil es mir jetzt nicht so oft, weil mein Umfeld... genauso viele deutsche Freunde wie auch von den Landsmännern meiner Eltern, und ich stehe ja dazwischen irgendwo. Mhm. Und trotzdem habe ich schon viele Situationen gehabt, wo ich tatsächlich richtig zeigen musste, dass mir das nicht so gefällt, was da alles passiert. Ja. Und das ist schade, das ist, weil es wird pauschalisiert, über einen Kamm geschert, aber das sind schon wieder die Aussagen, die schon vielfach diskutiert wurden, auch. Also, ja, ich meine, es ist nicht. Ich wollte nur sagen, es sollte nicht nötig sein. Ja, aber es ist nicht nur schade, es ist einfach eigenartig, und es ist einfach irgendwie, ich finde es trotzdem immer noch skurril, dass Leute sich erklären müssen, weißt? Und es zeigt einfach, in welchen Zeiten wir leben, dass Leute irgendwelche Schubladen brauchen, in die sie andere Leute reinstecken müssen. Und da muss man mal weg, denn die Kinder machen das nicht. Und das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Genau. Sehr gut, ich wollte gerade sagen, das ist auch das perfekte Schlusswort. Ja, ja, im Normalfall, wenn es jetzt irgendwie ein Spielfilm wäre, würde ich jetzt eine Wertung abgeben. Ich mache das bei Dokumentarfilmen im Prinzip eigentlich immer nicht. Und das werde ich jetzt bei diesem Film auch so belassen. Weiß ich nicht, wie es bei euch steht. Ich würde bei Dokumentarfilmen bewerte ich immer gern einfach die Machart, ne? Die Professionalität, Seriosität. Gerne. Und aber nicht den Inhalt. Der Inhalt, wir können erstens sowieso nicht sagen, wie authentisch alles ist. Und zweitens, der Inhalt ist über eine reale Sache und kein Film, der erfunden wurde. Also ist es schwer, da zu urteilen, natürlich. Oh. Und Machart? Naja, gut, okay. Also glaube ich, habe es jetzt rausgehört, dass wir drei alle mit der Machart einverstanden sind und uns der Film auch nahe ging, zumindest in den wichtigen Stellen. Und ich finde, er hat ein gutes Bild von
der Kindheit in diesem Stadtteil geliefert. Weil wenn man es runterbricht, ist es ja 70 Minuten lang eine Beobachtung der Kindheit von Arthos in Molenbeek zu einem gewissen Zeitpunkt in Belgien. Genau, genau. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also vielleicht könnten wir überlegen, für welche Zielgruppe der Film noch, oder die Doku, sorry, noch geeignet wäre. Relativ breit, würde ich jetzt schon sagen. Mhm. Also ja, Mann, Frau, ist egal. Ja, Kinder, sicher politisch glaub, Interessierte. So Jugendliche vielleicht auch. Mhm. Das wäre vielleicht sogar so ein Film, den würde ich in der Schule zeigen. Genau, so was kann ich mir auch vorstellen, ja. Das hatte ich mir sogar vorgenommen tatsächlich. Mhm. Ich studiere ja und deswegen, solche Filme kann man super zeigen, vor allem in so Brennpunkten, so wie hier in Essen, es viele gibt, oder in Köln. Hey, dann lass mich mal wissen, ob er gut ankommt. dauert noch. Okay, na gut, dann glaube ich, lassen wir es hier sein mit dem, was wir gesagt haben, wenn man es so ausdrückt. Und alright, ja. Gut, bedanke mich bei euch und bedanke mich bei den Zuhörern. Danke auch. Ja. Vielen Dank. Wir hören uns. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Swimming Pool am Golan. Der ist eine Dokumentation und kommt jetzt ganz zeitnah am 21. November 2019 in die deutschen Kinos. Hat eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 28 und Regisseurin Esther Zimmering ist nicht nur am Drehbuch beteiligt gewesen, sondern eigentlich auch die Protagonistin des Films. Und sie erzählt ein bisschen von ihrer Geschichte, wovon der Film genau handelt und was wir dazu Schlaues zu sagen haben. Das werden wir heute gemeinsam erörtern mit dem lieben Thilo. Hallo, Moinsen. Hallo, grüß dich, Andi. Guten Tag. Ja, ganz kurz nochmal zu dir. Du hattest in den letzten Tagen viel um die Ohren, habe ich gehört, denn du warst mit etwas unterwegs, was sich Punchlines nennt. Erzähl doch mal, was ist das eigentlich? Mache ich gerne. Punchlines sind eine Comedy-Mixed-Show, das heißt, mehrere Comedians geben sich da die Ehre. Das Ganze wird moderiert von Sven Günzel und meiner Wenigkeit. Und die Comedians, die treten nicht irgendwie auf einer Bühne auf, sondern hier im Münchner Boxwerk. Das ist so ein richtiger Box-Gym, wo es richtig ehrlich zur Sache geht, so Rocky-mäßig. Und die stehen da in einem Boxring und in der Pause gibt es dann sogar noch einen echten Boxkampf von Leuten, die da auch trainieren. Und da kriegt man für einen Abend richtig was geboten und das machen wir jetzt mittlerweile schon zum 9. Mal. Kann man das vergleichen mit Formaten, die man vielleicht von anderswoher kennt, beispielsweise dieser Nightwash heißt es, glaube ich, oder dem Comedy Club? Das ist so ziemlich dasselbe, das nennt sich eben so eine sogenannte Mixed Show, weil eben mehrere Comedians moderiert auftreten und bei Nightwash ist es halt ein Waschsalon und bei Punchlines ist es eben das Boxwerk, aber ich sag mal, das Boxwerk ist viel, viel cooler. Nichts anderes hätte ich erwartet, wenn du es moderierst, selbstverständlich. Natürlich. Und die nächste Folge, wir machen das zweimal im Jahr, aber immer eher nur im Herbst oder Winter, wenn es draußen kreislich und kalt und grau ist und dunkel, weil sonst kommen die Leute nicht und gehen in den Biergarten, weil wir müssen immer recht früh anfangen, wegen Lärmschutz hier in München ist das ja immer ein Problem. So um 19 Uhr geht es dann immer los und das nächste Mal wird es dann eben Anfang nächstes Jahr sein, wahrscheinlich im März wieder. Ach, schön, also behaltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick. Ich denke, man findet euch, wenn man dazu mal ein bisschen Google einschmeißt, oder? Das findet man auf Facebook auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Und ich möchte dem Film, den wir heute besprechen wollen, nicht absprechen, dass er weniger unterhaltsam wäre, aber vermutlich deutlich weniger lustig. Denn das sehe ich auch so. Swimming Pool am Golan ist eine Dokumentation, die auf jeden Fall sehr persönlich ist und damit vielleicht auch ein bisschen speziell. Magst du mal versuchen zu erzählen, wovon die Doku handelt? Ja, also diese Esther Zimmermann, die ja diesen Film quasi gemacht hat, ist eigentlich eine junge Frau um die 30, als sie, glaube ich, angefangen hat mit dem Film. Die ist in der DDR aufgewachsen, ist eine Halbjüdin, ihr Vater ist Jude und sie geht so ein bisschen auf Wurzelsuche, auf Spurensuche nach ihren Vorfahren und Verwandten, was die so getan haben, wo die gelandet sind, manche eben in Israel, manche sind in Berlin geblieben und sie geht da so ein bisschen auf Spurensuche und das Ganze, wie du schon sagtest, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Und deshalb ist das für mich auch so ein bisschen der Kritikpunkt gewesen. Das ist zwar alles jetzt für sie bestimmt furchtbar interessant, ich weiß nur nicht, ob es für den Zuschauer so interessant ist. Ja, das kann ich so bestätigen. Es ist mir relativ schwer gefallen, hinterherzukommen, von welchem Verwandten sie jetzt gerade spricht, wessen Mutter, Oma oder Onkel, Opa, whatever das gerade gewesen ist. So ein bisschen
hat es mir echt gefehlt am Überblick. Das kann ich an der Stelle auch schon mal sagen. Und bei Dokumentation generell frage ich mich ja immer auch so ein bisschen, was die Absichten hinter der Dokumentation gewesen sind. Und wenn ich diese nicht unmittelbar erkennen kann, das könnte hier bei dem Film definitiv auch so sein, dass man nicht genau weiß, warum macht ihr das eigentlich, dann ist es doch zumindest immer mal ein schöner Einblick in eine Welt, in die man vielleicht sonst nicht so Einblicke hat. Mhm. Das wäre letztlich vielleicht das, was ich von der Doku dann schon auch sagen kann. Das ist jetzt hier eben ein familiärer Rückblick und er zeigt eben jetzt hier Juden in Deutschland, viel eher noch in den neuen Bundesländern, zumindest die Geschichte dieser Familie damals, und ist damit eben einfach ein Ausschnitt, meinetwegen ein Zeitzeugnis einer, wenn man da letztlich einer Randgruppe in Deutschland. Und ich kann mir vorstellen, dass es in ganz Europa, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt, viele solcher Randgruppen gab und dass letztlich jede dieser jüdischen Familien auf der ganzen Welt verstreut so eine Geschichte zu erzählen hat. Ja, und ich bin froh, dass es dir auch so ging mit dem Familienbaum. Ich habe dann irgendwann auch nicht mehr durchgeblickt, wer ist jetzt da die Großtante, die Cousine, und die sind halt überall verstreut. Und sie springt da auch sehr krude hin und her. Und dann der eine ist halt Zionist in Israel geworden oder lebt in Kibbutz. Der andere hat die FDJ im Exil mitgegründet. Die andere war in Holland im Widerstand gegen die Nazis und so. Das ist so krude, zusammengewürfelter Mix. Und klar ist das bestimmt nicht die uninteressanteste Familiengeschichte. Aber wie du so schön sagtest, da gibt es wahrscheinlich zig andere solche Geschichten, und ich sag mal, für mich hat das jetzt nicht wirklich ausgereicht, einen Film darüber zu machen. Das war jetzt für mich nicht so interessant, dass ich da einen Film gebraucht hätte. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass ich Punkte im Film erkannt habe, die ich mir deutlich ausgebauter gewünscht hätte. Es gibt zum Beispiel den Moment, wo sie, glaube ich, einen Onkel von sich oder so irgendwo in Israel besucht. Der hat dort, was war denn das? Eine Pumpenanlage war es, glaube ich. Und da in dem Kibbutz, ja. Genau. Und dann spricht sie da auch mal kritische Töne an, was so ein bisschen ja, letztlich Rassismus vor Ort angeht. Ja, eben mit den Palästinensern, also gegen die Palästinenser, und wie dann da letztlich auch geschichtlich erwachsen dieser, wenn man so will, Rassismus oder zumindest dieser Hass, der da entsteht, den will sie da versuchen, so ein bisschen aufzubrechen und von eben auch mal einer anderen Seite zu erklären oder zu beleuchten. Da wird aber recht schnell wieder abgebrochen mit der Begründung, sie will ihren Onkel oder wer auch immer das war, nicht verletzen. Fand ich schade. Ja, da wurde es kurz mal interessant, wo er dann mit den arabischen neuen Nachbarn redet über die, dass es da Probleme gibt, und dann wollten sie aber da nicht weiter bohren, beziehungsweise dann liest sie ja auch irgendwie diesen Brief vor von einem anderen Verwandten, der dann als Zionist über die geschimpft hat, wie es in Palästina zuging und so, und das wird dann alles komischerweise wieder abgewürgt, und so wird es dann irgendwie, ja, wenn es mal gerade kurz interessant wird, wird es dann irgendwie gleich schon abgebrochen, was ich auch ein bisschen schade fand. Aber gut, ich konnte jetzt die Protagonistin schon verstehen, dass sie jetzt da nicht irgendwie da in den Wunden rumwühlen will, aber das hätte das Ganze wahrscheinlich ein bisschen interessanter gemacht, sage ich mal. Definitiv, ja. Ein Punkt gibt es noch, der mir jetzt so noch ein bisschen unter den Nägeln brennt. Ich weiß nicht, wie viele Punkte du vielleicht noch ansprechen möchtest. Generell geht es ja ein bisschen auch um das Thema Entwurzelung einfach. Es wird relativ schnell klar gemacht, dass die aus Deutschland fliehen mussten damals, die Familie. Dann teilweise sind die über England, glaube ich, war es. Dann auch wieder zurück nach Israel. Also ganz unterschiedlichste Wege haben die gewählt. Sie selbst wohnt jetzt eben noch in Deutschland. Und das finden auch zum Beispiel nicht alle übrig gebliebenen Familienmitglieder in Israel toll, weil die sagen, echte Juden gehören nach Israel. Und da gibt es dann ganz fundamentale Einstellungen zu dieser Frage, wo die eigentlich leben sollten. Aber letztlich geht es für mich ein bisschen um das Thema Entwurzelung und meinetwegen auch ja, Kultur und Zugehörigkeit. Und da finde ich es persönlich ganz schön, dass wir gerade am Ende des Films dann sehen, wie das Leben der Esther Zimmering sich aktuell gestaltet, dass sie eben jemanden kennengelernt hat, der selbst geflohener ist. Ich glaube, der kam aus Ghana. Ghana, genau, aus Ghana. Mit dem hat sie auch ein Kind und so. Und dass man letztlich auch, wenn man seine Wurzeln vielleicht gekappt bekommen hat oder die eben weg sind, auch neue Wurzeln schlagen kann. Das persönlich fand ich ganz schön. Das war so ein fast so ein Plot-Twist am Ende, wo ich auch gedacht habe, so what the hell, was geht denn jetzt los? dass das Ganze, aber das fand ich auch schön, dass da, wie man sieht, wo das Leben so Triebe schlagen kann, die völlig andere Richtung gehen, und sie dann auch mit ihrem schwarzen Mann und dem Kind dann die Verwandtschaft in Israel besucht und alles so ein bisschen sehr bunter wurde. Das fand ich dann irgendwie auch schon ganz nett, weil das hat völlig neue Wege geöffnet. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am Anfang, mich hat die Esther
teilweise ein bisschen genervt sogar, weil sie immer da, ach da in Israel, da ist es ja so toll und da hat es mir immer so gefallen als Kind, da geht es ja auch um diesen Swimmingpool am Golan, wo, was ja der Titel von dem Film ist, weil den hat sie als Kind irgendwie so toll in Erinnerung gehabt und dann schwärmt sie immer von Israel und wie toll es da ist, kann aber kein Wort Hebräisch irgendwie und spricht auch irgendwie nicht wirklich gut Englisch, was mich ziemlich genervt hat, sage ich dir ganz ehrlich. So, wenn ich was höre wie Did you spoke to her, dann denke ich mir, geh nochmal in die Schule. Okay, die ist in der DDR in die Schule gegangen, da hat sie wahrscheinlich Russisch gelernt, sei es geschenkt. Aber dieses, ja, und da will ich dann hinziehen und so einen schönen israelischen Mann heiraten und hahaha, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, dann zieh doch endlich hin, mein Gott. Und dann, ja, am Schluss hat sie dann völlig andere Pläne gemacht, was das Ganze dann tatsächlich wieder ein bisschen für mich versöhnlich gestimmt hat. Aber wie gesagt, da eben auch diese ganze Familiengeschichte jetzt nicht so irgendwie auch so ein, plötzlich mit so einem riesen Knall um die Ecke kam, wo ich immer gedacht habe, vielleicht kommt ja noch was, vielleicht kommt ja noch was. Aber das plätscherte so vor sich hin. Und deswegen, ja, fand ich den jetzt nicht wirklich erbaulich insgesamt, den Film. Ja, das ist so ein bisschen auch das, was ich zu dem Film denke. Gibt es noch Punkte, die wir ansprechen wollen oder wollen wir direkt zum Fazit weiter? Eins wollte ich noch ansprechen, ist ja eine, sollte eigentlich eine Dokumentation sein. Allerdings hörst du immer die Off-Stimme von ihr, was ja eigentlich in der Doku nicht wirklich was verloren hat. Das ist ja dann eher so eine Reportage und ja, es, die hat es so ein bisschen irgendwie so zu ihrem eigenen Stück gemacht und dreht sich immer auch so ein bisschen um sich selbst, was ich schade fand, weil bestimmt einige Charaktere es wert gewesen wären, näher zu beleuchten, ja, aber sie hat das irgendwie so ein Ding um sich selbst gemacht, um ihre Sache. Der Film ist garantiert nicht wirklich schlecht gemacht, der arbeitet viel mit alten Aufnahmen, mit alten Stills, mit Musik, der ist gut geschnitten, aber im Endeffekt, wie gesagt, war der Inhalt einfach jetzt nicht so, wenn ich es jetzt vergleiche wie mit Dark Eden zum Beispiel, der dir einfach die Markengrube haut über diese Ölforderungen da in Kanada, das ist halt dann irgendwie schon eine andere Kiste. Ja, das stimmt schon. Ganz andere ja, Ebene einfach auch, um die es hier geht. Der Film selber ist, wie ich bereits zu Beginn sagte, sehr persönlich, damit sehr individuell und irgendwie auch ein bisschen sehr speziell. Ich denke, er ist gut aufgehoben als vielleicht eine Form von Zeitzeugnis, als ein Beispiel dafür, wie jüdische Familien in der Welt so zerrissen sind und wie sich dann letztlich auch da so schnell kein Zusammenkommen mehr dieser Familie auch einstellen wird, einfach weil man inzwischen sich schon wirklich auseinandergelebt hat. Auch die Sprachbarriere ja da ist ja, inzwischen. Ja, definitiv. Der Film ist okay, aber ich verstehe nicht ganz, wofür es ihn gibt. Er ist genau. Wirklich wenig zielführend. Ich finde, diese alten Aufnahmen, von denen du gesprochen hast, die erinnern mich teilweise tatsächlich auch an private Aufnahmen aus meiner Kindheit. Wenn mein Vater die Kamera ausgepackt hat im Urlaub, dann war das exakt dieselbe Wackelkamera. Genau, und die Klamotten. Dieselben Klamotten, furchtbaren von damals. So ging es mir auch. Insofern ist es vielleicht auch ein netter, nostalgischer Punkt, den man hier geben könnte. Aber ich glaube, vielleicht, wenn man in der DDR aufgewachsen ist, sieht man den Film vielleicht mit anderen Augen. Da ist es vielleicht interessanter. Das könnte durchaus sein. Ja, ich bin ja tatsächlich auch in Erfurt aufgewachsen, aber Jahrgang 87, so richtig viel habe ich von der DDR nicht mehr mitbekommen. Ja, das ist halt das andere dann. Die Zimmerring ist ja nochmal 10 Jahre älter, was man ihr nicht ansieht. Also hier schon. Nee, das stimmt, das muss man ihr lassen. Und ja, vielleicht hat sie da einfach auch eine andere Welt kennengelernt, als ich das tat. Ja, also von mir sind es dann letztlich im Fazit übrigens 2 von 5 Punkte, weil ich nicht so genau weiß, was der Film eigentlich bezwecken will. Ob das nicht einfach nur eine schöne aufgearbeitete, ja, ein Familienfilm ist. Genau, so geht es mir genauso. Ich schließe mich da komplett an. 2 von 5 mehr ist leider für mich nicht drin. Und ja, für DDR-Nostalgiker und Israel-Interessierte ist er vielleicht bestimmt einen Blick wert. Ansonsten wusste ich jetzt auch gar nicht, warum es den Film eigentlich unbedingt gibt. Gut, und ich versuche immer auch die Frage zu erläutern, ob man den Film denn unbedingt im Kino gesehen haben muss oder ob es auch fürs Heimkino genügt. Aber ich denke, also das ist ziemlich deutlich, dass da hier auch der heimische Fernseher völlig ausreichend ist. Dann sage ich eindeutig, wir haben es ja im Pressestream sehen dürfen. Ich habe es auf meinem Laptop geguckt und das war also durchaus ausreichend für diesen Film. Der hat jetzt nicht irgendwelche großartigen Landschaftsaufnahmen. Gut, am Schluss sind sie da am Toten Meer und so, aber nicht irgendwas, was rechtfertigt, dass man das unbedingt auf einer großen Leinwand sehen müsste. Ganz genau so sieht's aus. Jau, jau, jau. Dann, lieber Thilo, danke ich dir vielmals dafür, gerne, dass du den Film geschaut hast und vor allem mit uns besprochen, mit mir besprochen. Danke dir. Mir sehr viel Spaß gemacht. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.